Hallo zusammen, Michi ist wieder heute und heute bin ich wieder für euch in der WoW-Fan unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein Delph-Achievement und zwar haben wir da einmal das Achievement unter Tiefen und dann WoW-Fan und hier ist das Achievement Spinnensinne und für dieses müssen wir Folgendes machen. Schließt erfolgreich eine Neruba-Tiefe auf der Stufe 8 oder höher ab, ohne dass Wegelagerer aus nerubischen Netzen erscheinen oder ihr Schaden durch Neruba-Eier erleidet. Und ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht als erstes, was ist eine Neruba-Tiefe? Das sind alle Tiefen, wo quasi Neruba drin sind, ne? Als Beispiel kann ich euch jetzt mal zwei nennen. Und zwar hier haben wir einmal Erdwühlerminen, da habt ihr ja Neruba-Gegner zum Beispiel drin. Da sind diese Netze auf dem Boden. Und wo ich jetzt gerade drin war, ist hier oben der Terrorschacht. Dort habt ihr immer diese Eier liegen. Es gibt noch wesentlich mehr, also immer wenn ihr Neruba seht, ist es quasi eine Neruba-Tiefe. Und ihr habt im Endeffekt jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Wenn dann ihr läuft ein Delph, wo diese Dinger auf dem Boden liegen, ne? Oder ihr habt diese Eier. Ich persönlich fand es jetzt mit den Eiern wesentlich einfacher, denn bei den Eiern müsst ihr halt einfach um die Eier rumlaufen. Wenn ihr reinlauft, explodieren die, kriegt Schaden. Sobald ihr eins aktiviert, ist halt Feierabend. Ihr müsst das Ganze auf Stufe 8 machen, ne? Aber das ist jetzt eigentlich beim Moven, egal ob das Stufe 1 oder 8 ist, ist genauso schwer. Für das Achievement muss es halt Stufe 8 sein. Ich finde bei den Netzen, die auf dem Boden liegen, die jetzt zum Beispiel, ne, in der ersten Zone hier in dem Erdwühlminen drin sind, wesentlich schwieriger, weil die spawnen teilweise nach und wenn ihr lang gegen die Gegner kämpft, dann spawnen die in euch nach und ihr triggert die, obwohl ihr eigentlich rausgelaufen seid. Also ich finde das mit den Eiern ist es wesentlich einfacher und ihr habt da quasi die Wahl, dass ihr es, wenn dann bei dem einen oder dem anderen abschließt. Dementsprechend kann ich euch auf jeden Fall hier für das Achievement den Terrorschacht empfehlen. Genau, mehr ist es nicht. Einfach hier komplett den Eiern ausweichen im kompletten Delph und dann kriegt ihr euer Achievement. Juti, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder. Damit sind wir am Ende vom kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.